Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der vierten Etappe des Lechtwegs. Start ist Ebigenalp und Ziel Stansach. Die Tour hat etwa 20 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist, dann bleibt dran.
Die letzten 2 Kilometer, Regen ohne Ende. Das ist eigentlich genau richtig. Wo laden wir dann hin? Nur Stanze. Ich suche mal gerade richtige Winkel, das ist mein Rucksack. Guck dich mal, steck nur hin. Das ist doch in Ordnung so, dann. Ich hoffe, doch bequem. Du schiebst den Bauch raus. Was der Bauch, Sarah? Gut, dann mach so, das fällt jetzt auf. Kann ich? Schaut, das sieht komisch aus. Das sieht schön aus wie in Natura, aber komisch. Winkel mal ein Band mehr an. Ah, genau so. Der muss weg. Okay. Hallo liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 4. Etappe des Lechwegs unterwegs. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 4. Etappe des Lechwegs unterwegs. Start ist Ebingenalb und Ziel ist Stansach. Die Wanderung hat etwa 20 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann bleibt dran. Ne? Dann bleibt dran. Du hast mir einer gefallen. Drehst du Kopf ein bisschen mehr so? Ich gucke dann da drin, Sarah. Doch, ich sehe nicht, wie die Kamera. Ja, Sarah, ich gucke jetzt. Jetzt guckst du in die Kamera. Er war schon ein bisschen vorbeigeguckt. Hallo, liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 4. Etappe des Lechwegs. Start ist Ebingenalb. Ebingenalb. Habe ich doch gesagt.